Hier will einfach jeder hoch, der nach Eisenach kommt. Zur Wartburg. Für viele Deutsche ist sie mehr als nur irgendeine Burg aus dem 11. Jahrhundert. Sie ist Sehenswürdigkeit und nationaler Mythos zugleich. Und das liegt vor allem an einem Mann. Martin Luther. Von dieser Stube aus schrieb er Weltgeschichte. Eine Lichtinstallation erinnert daran. 1521 übersetzte er hier das Neue Testament ins Deutsche. Eine Revolution. Denn jeder Deutsche, der lesen konnte, hatte jetzt darauf Zugriff. Luther war nicht der Erste, der die Bibel übersetzt hat, aber er hat sie sehr gut übersetzt. Und er hat sie vor allem aus dem Urtext, aus dem Griechischen übersetzt und nicht bloß das Lateinische ins Deutsche übertragen. Eine Sonderausstellung zum Reformationsjubiläum erinnert derzeit auf der Wartburg an Martin Luther. Mehr als 300 Exponate zeigen, wie sich die Sicht auf ihn in den vergangenen 500 Jahren immer wieder verändert hat. Luther, der Nationalheld. Luther, der Kirchenspalter, eine oft umstrittene historische Figur. Die Ausstellung auf der Wartburg zeigt 500 Jahre deutsche Geschichte, und zwar immer unter dem Blickwinkel Luther und die Deutschen. Wie hat die Reformation die deutsche Geschichte beeinflusst, aber auch, wie hat jede historische Epoche ein eigenes Lutherbild hervorgebracht. Immer wieder war die Wartburg Schauplatz deutscher Geschichte. Viele prächtige Säle zeugen davon. Zum Beispiel die Kemenate der heiligen Elisabeth von Thüringen, die im 13. Jahrhundert auf der Burg lebte. Oder der Sängersaal, wo im Mittelalter angeblich ein legendärer Gesangswettbewerb stattfand. Und 1817 trafen sich hier rund 500 Studenten, die die Einheit der damals zersplitterten deutschen Nation forderten. Unterhalb der Wartburg liegt die Stadt Eisenach. Hier lebte Martin Luther als Schüler. Der Reformator begegnet einem im Ort auf Schritt und Tritt. Die Georgenkirche, in der er predigte. In diesem Haus wurde 1685 eine andere große Persönlichkeit Eisenachs geboren, der Komponist Johann Sebastian Bach. Das Museum zeigt, was Luther und Bach gemeinsam haben. Im 20. Jahrhundert verbanden viele DDR-Bürger Eisenach vor allem mit ihm, dem DDR-Kultauto Wartburg, benannt nach dem Wahrzeichen der Stadt. Der 353er wurde mehr als 20 Jahre lang hier gebaut und hat bis heute Fans. Wie Marco Röhler, der seinen 30 Jahre alten Wartburg hegt und pflegt. Und natürlich auch fährt. Der Wartburg bedeutet für mich Tradition der Automobilgeschichte von Eisenach. Starke Verbundenheit und Heimatgefühl auch. Ne? Weil ich dieser Stadt mit diesem Auto, mit diesem Werk aufgewachsen bin. Seit mehr als 120 Jahren werden in Eisenach ununterbrochen Autos gebaut. Heute hat Opel hier eine Fabrik. Touristen können die Wagen in der automobile Welt sehen. Natürlich auch den Wartburg. Es war eben auch das Besondere, dass die Autos dieselben Namen hatten wie die Burg und die unmittelbare Verbindung Eisenach-Wartburg. Das Auto stand gleichzeitig eben auch für die facettenreiche Vielfältigkeit dieser Stadt, die eine Kulturstadt ist und eine Industriestadt. Und das war hier nie ein Widerspruch. Ich sage einfach, die Leute haben so einen Schluck Benzin im Blut. Und ein Herz für Deftiges. Abschließen kann man die Eisenach-Tour mit den typischen Thüringer Klößen, wie hier im Haus Heinstein. Hergestellt werden sie aus zwei Dritteln rohen und einem Drittel gekochter Kartoffeln und einem Crouton in der Mitte. In heißem Wasser sieden sie so lange, bis sie an die Oberfläche kommen. Der Spitzname der Thüringer Klöße heißen Hütjes. Stammt daher, weil jede Familie ihr eigenes Kloßrezept hütet. Und deswegen hüte es Hütjes. Und da hat jede Familie ihre Eigenarten, wie sie noch diese Klöße oder diese Masse verfeinern. Einige heben noch Kondensmilch drunter, einige heben noch Creme Fraiche drunter. Serviert werden sie mit Rouladen und Rotkohl. Und natürlich einer Flasche Lutherwein. Naja, ist ja klar, in Eisenach, der Lutherstadt, am Fuße der Wartburg.